Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie zu HWK TV. Die vorweihnachtliche Zeit ist geprägt vom Geschenkekauf, von den Vorbereitungen fürs Fest, aber eben leider manchmal auch von Hektik. Grund genug für uns heute, diese Sendung mit mehr Besinnlichkeit zu gestalten. Wir sind hier bei den Handwerkslehrlingen und wollen von Ihnen einmal wissen, wie Sie Ihr Weihnachten verbringen und welche Wünsche und Ziele Sie für 2008 haben. Mit der Ausbildung stellen die Jugendlichen die beruflichen Weichen Richtung Zukunft. Neben dem Lernen in den Handwerksbetrieben steht auch die überbetriebliche Ausbildung in den Werkstätten der Handwerkskammer Koblenz auf dem Stundenplan. Hier geht es darum, ein breites Wissen zu erlangen, unabhängig von einer Marke oder einer Spezialisierung des Ausbildungsbetriebes. Rund 11.000 Lehrlinge werden momentan im nördlichen Rheinland-Pfalz ausgebildet. Fast 4.000 neue Lehrverträge wurden 2008 abgeschlossen. Ein starkes Plus von rund 11% im Vergleich zum Vorjahr. Die beliebtesten Handwerksberufe sind Kfz-Techniker, Friseure und auch die Maler und Lackierer stehen mit 209 Lehrverträgen ganz oben in der Gunst der Jugendlichen. Und wie die Azubis die Vorweihnachtszeit verbringen, das zeigen wir Ihnen jetzt. Geschenke und so habe ich jetzt noch gar nicht gekauft, also vorbereitet bin ich noch nicht. Bin ehrlich gesagt auch noch nicht so in Weihnachtsstimmung, wegen es schneit noch nicht einmal und richtig weihnachtlich sieht es ja noch nicht hier aus. Ja, also durch den Lehrgang ist es halt ein bisschen stressiger, weil man ja auch dann jetzt praktische Prüfungen, theoretische Prüfungen machen muss. Aber ansonsten ist es ganz ruhig. Stressig ist Weihnachten meistens schon, allein durch die Einkäufe. Und dann kommt ja meistens noch dazu, man hat viel zu tun, also mehr zu tun auf Arbeit, dadurch, dass viele Weihnachtsgeld kriegen, mehr Aufträge in der Werkstatt. Die Werkstätten sind voll, viel Stress. Bei uns gibt es Notdienst, aber ich bin jetzt im Großbau. Das heißt, also bei mir verändert sich nicht viel. Ich habe über die Tage frei, weil wir nur auf einer großen Baustelle sind. Gerade in der Vorweihnachtszeit ist sehr viel Stress, weil alles immer eigentlich aufs Ende des Jahres geschoben wird. Und während der Weihnachtszeit möchte ja niemand die Handwerker im Haus haben. Man gerade während der Vorweihnachtszeit viel Stress, weil jeder will noch die Heizung gemacht haben vor Weihnachten. Mehr im Stress, immer Weihnachtsbaum noch holen und Weihnachtsbaum schmücken und so. Sehr ruhig, wir haben jetzt weniger zu tun gegen Weihnachten, weil ich denke mal, die Leute wollen auch jetzt keinen Dreck mehr im Haus haben. So. Also mir jetzt noch Bäder abreißen und so. Ja, mit der Familie natürlich und hoffentlich ruhig und besinnlich. Ja, geteilt bei der Familie, dann mit der Freundin, mit Freunden auch unterwegs sein und ein bisschen Urlaub genießen. Oh, mit der Familie, mit Freunden. Aber hauptsächlich mit der Freundin. Ich habe jetzt frei und verbringe die Weihnachtszeit mit meiner Familie. Also ich persönlich mit der Familie feiere im Familienkreis. Heiligabend kommen wir alle zusammen, gibt's gut was zu essen. Ja. Es ist jetzt dritte Lehrjahr bei mir. Das heißt noch dieses Jahr fertig und dann noch ein halbes Jahr. Dann habe ich die Lehre hinter mir und danach zusehen, dass ich dann studiere und dann weiterkommen. Ich will erstmal meine Lehre ordentlich abschließen und dann gucken, was kommt, kommt. Mein Bestes geben für die Ausbildung, was dazulernen und meine Ausbildung halt auch so gut wie möglich abschließen. Mich in der Schule ein bisschen zu verbessern, auf jeden Fall. Und ja, das ist eigentlich der größte Vorsatz, den ich habe. Mehr für die Schule tun, mich im Beruf mehr anstrengen. Ansonsten mein Leben so weiterleben, einfach Spaß haben. Aufhören zu rauchen und ja, sonst eigentlich nichts. Ja sicher, ich will ja einen guten Abschluss machen, ich denke mal, das will jeder. Und ansonsten später noch weiterbilden, Meister machen, 2010, 2011, so, aber jetzt noch ein bisschen früh, erstmal als Geselle arbeiten. Antworten, die optimistisch, manchmal aber auch nachdenklich stimmen. Auf jeden Fall wissen die meisten Jugendlichen ziemlich genau, was sie mit ihrer Zukunft machen möchten. Und für die Verwirklichung ihrer Zukunftspläne wünschen wir natürlich viel Erfolg. Mit dieser vorweihnachtlichen Sendung möchten wir, das Team von HWK TV, uns von Ihnen verabschieden. Wünschen Ihnen schöne Feiertage und wenn Sie möchten, sehen wir uns in einer Woche wieder. Jetzt geht es weiter im Programm von TV Mittelrhein. Bis dahin, machen Sie es gut.